Vielen Dank, Maxi. Auf meiner Reise durch die Metz IST bin ich jetzt gelandet bei zwei ganz wunderbaren Herren, Kreschi und Nagi. Kreschi und Nagi sind zwar echt patente Jungs, sind, glaube ich, Brüder, ne? Ist das richtig? Seid ihr Brüder? Ja, klar, sieht man doch an der Ähnlichkeit. Zumindest im Geiste, sagt der Nagi. Die beiden sind Chef Service und Chef Montage. Also wenn sich einer auskennt, wie die Anlagen zusammengebaut werden, wie man was repariert, dann sind das die beiden. Nagi, sag mal, wie läuft das ab, so eine Montage? Sag mal in drei Sätzen. Prinzipiell läuft so eine Montage ganz einfach ab. Wir vereinbaren hier im Büro alle Rahmenbedingungen, dann schicken wir unsere Monteure auf die Baustelle und die kommen dann mit einem Abnahmeprotokoll zurück und hinterlassen eine funktionierende Anlage und einen hoffentlich zufriedenen Kunden. Und das macht ihr auf der ganzen Welt, ja? Das ist richtig, das machen wir auf der ganzen Welt. Abgesehen von 10 Niederlassungen, die wir weltweit haben, ist alles, was nicht in deren Region fällt, unsere Aufgabe. Und jetzt während Corona, sind das irgendwie besondere Bedingungen, pandemiemäßig? Absolut. Die Schwierigkeiten sind da, ohne Frage. Das sehen wir jeden Tag in allen Medien. Das trifft uns genauso. Die Reisen hier in Europa sind etwas einfacher. Weltweit wird es dann schon schwieriger. Deswegen bieten wir auch Alternativen an, da wo wir gar nicht hinkommen, mittels Remote-Fernzugriffen, mittels verschiedenen Medien, die unsere heutigen Technologien alles so bereithalten. Ja, da gibt es durchaus auch Erfahrungswerte damit. Fantastisch, vielen Dank, Nagi. Wo Nagi die Montage übernimmt, macht Kreschi den Service. Kreschi, was ist der Unterschied? Wie läuft es im Service ab? Ja gut, im Service ist es so, dass wir eben die Anlagen betreuen, die der Nagi und seine Crew schon in Betrieb genommen hat. Im Anschluss darauf, also während der Gewährleistung oder darüber hinaus, kümmert sich der Service dann eben um diese Anlagen. Und was wir dann eben hauptsächlich machen, an diesen Anlagen sind Wartungen, weil vielen Kunden ist heutzutage die Verfügbarkeit der Maschine sehr wichtig. Das heißt, es darf eigentlich zu keinen Ausfällen kommen. Und deswegen machen wir regelmäßig Wartungen zum Beispiel an den Anlagen, um festzustellen, ob es irgendwelche Defekte gibt oder Teile gibt, die ausgetauscht werden müssen, um einfach sicherzustellen, dass die Anlagen weiterhin funktionieren. Und ja, zusätzlich machen wir dann eben auch klar die klassische Fehlersuche, aber zum Beispiel auch Anlagenmodernisierungen, weil gerade viele elektronische Komponenten doch auslaufend sind und unsere Anlagen eben lange, lange Jahre funktionieren. Also es gibt viele Anlagen, die älter als 15 Jahre sind und einfach immer noch funktionieren. Aber das Problem ist, dass zum Beispiel die Elektronik nicht mehr verfügbar ist als Ersatzteil. Und deswegen bauen wir dann alles um, dass es wieder auf dem neuesten Stand ist und dann kann der Kunde noch viele glückliche Jahre mit der Anlage verbringen. Klasse, auch ihr macht das weltweit. Kreschi, wie viele Jahre bist du schon dabei bei der Metz IST? Ich bin jetzt seit 16 Jahren bin ich jetzt schon bei IST und seit 2009 habe ich den Job als Serviceleiter inne. Davor war ich Servicetechniker und war eben auch weltweit unterwegs, aber dann hat irgendeiner mal sich wahrscheinlich gedacht, dass ich zu viel Schaden im Feld anrichte und deswegen bin ich dann ins Büro verfrachtet worden, ja. Das halte ich für ein Gerücht, das muss an deiner Qualität liegen. Und Nagi, auch du bist viel gereist, das habe ich schon erfahren. Erzähl mal die krasseste Geschichte, die dir einfällt von deiner Reise, bitte, weil du warst ja auf der ganzen Welt unterwegs. Die krasseste Geschichte im negativen Sinn, die war natürlich damals 9-11, etwas sehr unerfreulich. Da war ich gerade in Saudi-Arabien. Es gab negative Erlebnisse mit kaputten Flugzeugen weltweit, mit eingezogenen Reisepässen, wo man illegal im Land war und so weiter. In Afrika unangenehm, durch und durch. Natürlich, ich bin immer noch hier, überall kommt und immer wieder ein Lichtlein her. Es gibt auch positive Sachen. Natürlich, das hat mich immer wieder motiviert. Ne? Land und Leute, die Kulturen weltweit. Man kriegt eine ganz andere Sicht auf Armut, auf Reichtum, auf Lebensumstände und Zusammenhänge, wie alles so funktioniert natürlich, aber im positiven Sinne auch Erlebnisse wie zum Beispiel zwei Tage in der Wildnis Afrikas oder im Tauchen im Roten Meer, im Korallenriff oder mit einem Boot durch den überschwemmten Amazonas-Regenwald und viel, einfach viel kann man nicht auf eines. Fantastisch, ich muss ihm das Mikro wegnehmen, weil er würde einfach noch weiter erzählen. Liebe Zuschauer, liebe Maxi, demnächst im TV, Nagi und Kreschi, die Auswanderer, da lernen wir die Welt kennen von einer ganz anderen Seite. Ihr zwei könnt ja super reparieren, ihr könnt sicher alles reparieren, oder? Wir geben uns Mühe, ja, kommt drauf an. Was du zu reparieren hast, also unsere Techniker, die sind natürlich alle sehr technisch affin und das, was sie im Berufsleben machen, machen sie auch im Privatleben, also vom Auto oder von der Klimaanlage. Also die glauben, wir kriegen das alles hin, ja. Nagi und Kreschi, ich nehme euch mit nach Hause, da gibt es einen Kühlschrank zu reparieren. Seid ihr dabei?
Absolut. Was ist drin? Bier? alkoholfrei, wenn ihr wollt. Aber warm ist leider, genau. Vielen lieben Dank euch beiden. Super Erfahrung hier mit den Leuten, die wirklich das Rückgrat der Metz IST sind, zu sprechen. Und ich gebe damit mit diesem tollen Einblick zurück ins Studio zu Maxi und mache mich weiter auf meinen Weg. Bis nachher.